Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Catrian 11, also 11, der Menschen Zero. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge, wo wir ein bisschen was machen, was Autocrafting betrifft. Wir haben einen Crafter fertig. Der müsste vorbereitet sein eigentlich, genau. Und den können wir heute benutzen. Ein Crafter ist die automatische Crafting-Methode von Refined Storage. Diese kann aber nur mit einem Pattern Encoder genutzt werden, den wir als Pattern Terminal brauchen. Dafür brauchen wir ein Standard Grid. Dafür müssen wir noch ein Standard Grid bauen. Wir fügen das mit A hier oben links in unsere Bookmarks hinzu, damit wir das in Zukunft schneller machen können. Machen ein Casing. Sehen schon mal, okay, wir brauchen insgesamt von dem ganzen Zeug hier noch zwei davon. Da wir aber nicht zwei davon wollen, sondern insgesamt eigentlich möglichst immer acht davon wollen, das ist jetzt super schlecht. Wie machen wir das denn am doofsten eigentlich? Oh, das ist ein krasser Golden Apple. Können wir den einschmelzen? Nein, können wir nicht. Okay. Okay, wir müssen gucken. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Gold. Also machen wir nicht so viel. Wir brauchen das Gold hier auf jeden Fall. Das ist wieder falsch geklickt. So, wunderbar. Ich habe hier einen besseren Furnace gemacht. Intermedium Furnace haben wir jetzt hier. Der ist ein bisschen schneller. Und wir müssten eigentlich sonst auch alles andere haben, um vielleicht noch den da zu bauen. Das da oben könnte schwierig werden, weil wir dafür Glowstone brauchen. Glowstone könnten wir momentan, glaube ich, ein Problem haben, das Ganze zu bauen. Denn wir haben kein Glowstone mehr. Können wir Glowstone irgendwie provozieren zu erzeugen mit Hilfe eines Siebes? Ja, indem wir im Iron Sieb Dust sieben. Bedeutet Dust. Haben wir noch 32, okay. Und wir brauchen ein Iron Stift Mesh. Sobald wir einen einzigen Glowstone haben, sind wir glücklich. Und auch hier ist nichts rausgekommen. Jetzt haben wir was bekommen. Es war aber Redstone. Ich will kein Redstone. Ich will eigentlich ganz gerne Glowstone. Wenn wir jetzt hier nichts rausbekommen, dann sollten wir uns eventuell vielleicht überlegen, ob wir ein Netherportal erstellen bald. Dafür müssen wir ja lediglich ein wenig Obsidian verarbeiten. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Sind die letzten vier? Ne, kein Glowstone. Das bedeutet, um weitermachen zu können, brauchen wir Glowstone Dust. Und dafür bräuchten wir einen Clownstone, den wir ja nicht haben. Ah, also ist das Netherportal unsere nächste Aufgabe. Bedeutet, wir brauchen eine Waterquelle, die haben wir ja hier. Wir brauchen einen Bucket. Am besten schon was mit was drin, genau. Da haben wir ja jetzt Lava drin, das ist schon mal super. Das bedeutet, wenn ich jetzt theoretisch an diese Stelle hier Lava setze, müsste die immer zu Obsidian werden. Ist das richtig? Korrekt. So, das Ganze muss abgebaut werden. Bedeutet, Leute, wir werden das jetzt immer wieder hin und her machen. Und werden damit mal kurz ein Netherportal ergießen für uns. Und dann werden wir in den Nether gehen. Der Nether kann hier äußerst schrecklich sein. Das Modpack ist ja allgemein auf Abfuck ausgelegt. Bedeutet im Endeffekt, ich gehe davon aus, dass das Netherportal sehr, sehr widerlich wird. Was alles Mögliche angeht. Dementsprechend gucken wir vielleicht, wie wir das am blödesten handhaben können. Das Netherportal dann am Ende gut benutzen zu können. Aber wir sehen uns jetzt erstmal gleich wieder, wenn ich meinen Obsidian fertig gefarmt habe und wir ein Netherportal haben. Bis gleich. Okay, Menschen, wir haben eine Kleinigkeit übersehen, beziehungsweise ich habe eine Kleinigkeit nicht bedacht gehabt. Und zwar, dass wir Ex Nihilo drauf haben. Das bedeutet, wir müssten eigentlich in der Lage sein, Obsidian durch das hier zu erzeugen. Aber das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Ich sehe auch gerade hier oben kein Rezept dafür, dass das funktionieren würde. Aber normalerweise ist es eine Standard-Ex Nihilo-Geschichte, dass Wasser über einem Barrel zu Obsidian wird, wenn Lava darin, also die Lava wird zu Obsidian. Das scheint hier gerade nicht der Fall zu sein. Ja, ist natürlich gar nicht fein. Aber was wir vielleicht machen können, ist einen Blockbreaker. Eventuell schaffen wir es mit einem Standard-Block-Breaker, wenn wir den einen hinbekommen, der das hinbekommt. Das Open-Blocks-Block-Breakerchen scheint da in der Kategorie unterwegs zu sein und wir haben eine Menge Diamonds. Der Block-Breaker hier. Schauen wir mal. Machen wir noch einen Button. Also nehmen wir mal Wood, ein Knöpfelein raus.
Rein in der Theorie könnte es sein, dass der in der Lage ist, das abzubauen. Machen wir mal so, das Ding dahin, Knopf dran. Ja, er kann ihn brechen. Das bedeutet, wir können damit arbeiten. Wir können hier jetzt Obsidian machen und das Obsidian von ihm brechen lassen. Das bedeutet, wir machen den Block hier weg, stellen hier oben drauf den Blockbreaker in die Richtung positioniert. Da drauf kommt der Knopfi, dann eine Fackli dahin. Das hier wieder hier weg und hier kommt jetzt Lava hin, Knopf gedrückt und er würde auch das Wasser abbauen. Das ist interessant. Und so machen wir uns jetzt nach und nach unser Obsidian. Das ist interessant, wie lange der das macht. Das ist lustig. Bop, 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 bop. Knuffig. So, liebe Menschen, ich habe das Problem ganz einfach gelöst. Die Lava-Produktion war mir zu langsam. Also bin ich hingegangen und habe einen Obsidian-Seed gemacht aus den 4 Obsidianen, die wir bis dato schon zusammen hatten. Und habe daraus jetzt Obsidian geholt. Und ja, wir haben davon jetzt auch ein bisschen was. Guckt mal hier, da ist ein Netherportal. Anzünden, reingehen. So einfach kann es gehen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir das hinbekommen, hier nicht sofort zu sterben. Okay, erste Sache, wenn ihr in Nether geht und im Modpack spielt, möglichst einen Waypoint am Portal erstellen, für den einfachen Grund, dass ihr zurückfinden wollt. Kann ja immer sein, dass der Home-Befehl in dem Moment für uns nicht einsetzbar ist, ne? So, Nether Infernium, oh, okay, Infernium haben wir schon genug, das reicht uns. Energized Netherrack ist eine eine Energized Glowstone-Geschichte, oder? Yep, dadurch haben wir schon mal Energized Glowstone, ist das nicht wundervoll? Dafür haben wir nämlich ein Eimerchen dabei gehabt, wunderbar. Hier ist ausgeleuchtet, das bedeutet, hier haben die Leute schon alles mögliche Pudde gemacht. Hier ist ein Drachensatz. Mit einer Menge Emeralds an der Seite. Lebt hier denn der Drache noch? Er ist nicht hier, nee. Manuskripte, Iron Ingots, Bücher, Bones, Emeraldies. Emeralds sind immer gut. Wir könnten auch einfach die Sachen am Boden abbauen, aber wir nehmen einfach mal die Emeralds hier mit, ne? Das sieht doch alles super aus. Das Schaf hier da vorne scheint relativ glücklich zu sein, so mit den ganzen Flammen und so. Bisschen Gold noch, auch nicht schlecht. Ja, das sieht auf jeden Fall mal äußerst interessant aus. Gut, Menschen, ich werde jetzt losdüsen und mal gucken, ob wir es irgendwie schaffen, ein bisschen Glowstone irgendwo zu finden. Und dann sehen wir uns wieder, sobald ich den Glowstone abgebaut habe und wir vielleicht wieder zu Hause sind oder ja. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. So viel steht fest. Vielleicht machen wir auch vorher ein Glowstone Seed, wenn ich ehrlich bin. Könnte das nämlich eine ganz intelligente Idee sein. Bis gleich. So, Menschens, oben wieder angekommen. Müssen wir ganz kurz mal das Energized Glowstone da ablegen, damit wir hier unser ME-System wieder ins Laufen kriegen. Und dann müssen wir es wieder einsammeln, damit wir es haben. Dankeschön. So, wir müssen unser Zeug, das wir gefarmt haben, dort jetzt mal alles hier reinschmeißen. Ihr seht auch schon, wir haben gerade ein bisschen was an Glowstone bekommen und auch mitgenommen. Es hat eine Weile gebraucht, bis wir das gefunden hatten, aber es hat funktioniert, würde ich behaupten. So, Glowstone Seeds brauchen wir. Da ist er, der Glowstone Seed, den wir brauchen, ist ebenfalls ein Stufe 3 Seed. Das bedeutet, wir brauchen erstmal ein Stufe 1 Seed, danach brauchen wir ein Stufe... wir brauchen erst ein Crafting Seed, Stufe 1 Seed, Stufe 2 Seed, braucht wieder Essenzen, die wir jetzt gerade nicht dabei haben. Wir müssen einmal so machen. Wir müssen die hier kurz wieder runter verwandeln und dann die hier kurz wieder runter verwandeln und schon passt die ganze Geschichte. Stufe 2 Seed haben wir und Stufe 3 Seed haben wir. Dann für Stufe 4 brauchen wir Glowstone, 3, 4 und flubdiwub ist alles schnuppdiwub. Wir haben hier durch die runtergenommenen Schwämme den Silk Touch verloren. Das bedeutet, wir hätten hier auch theoretisch mittlerweile unsere Lapis-Sachen raufnehmen können, die ich hier drauf gemacht habe. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist ein bisschen schlecht. Naja, wir können jetzt ganz kurz unsere Sachen reparieren. Das Ding muss sowieso wachsen. Wir haben übrigens für die Leute, die sich wundern, den Bone Mealer erhöht bekommen. Ich habe noch mal ein bisschen rumgesucht gehabt. Wir haben sogar, glaube ich, einen Bone Mealer mehr, als wir haben können. Also wir haben einen noch im System, weil wir können keine mehr tragen. Sonst, so ist es vielleicht besser formuliert. Bedeutet, wir haben jetzt einen höheren Bone-Mealer-Effekt unter den Totems. Ich weiß gar nicht, wie die Taste ist, wo wir die anzeigen können. Könnte man den dann gerade sehen. Der ist so im Bereich 4 von 4. Also der ist komplett voll. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So.
Das bedeutet, der Bone Mealer funktioniert schon mal. Wir versuchen jetzt, wie hier gerade, die Seeds ein bisschen zu vervielfältigen, ein bisschen Glowstone zu machen und dann sehen wir uns gleich wieder, damit wir endlich zum Autocrafting vom System kommen können. Bis gleich! So, liebe Menschen, wir haben fast alles fertig für den Teil, den wir gebraucht haben. Die Improved Prozessoren brauchen wir noch. Und da haben wir ein Grid fertig gebaut. Und um jetzt ein Crafting Grid daraus zu machen, müssen wir einmal Pattern bauen. Dafür brauchen wir mehr Quarz Enriched Iron. Das sollte aber nicht das Problem sein. Das ist relativ schnell gemacht. Und wir brauchen einen Diamond Prozessor. Auch den müssten wir haben. So, da müssen wir noch ein paar mehr Pattern machen. Im Idealfall eine ganze Handvoll. Machen wir hier einfach mal einen Stack, wenn das klappt. Ja, yep, funktioniert. Wir haben ja von beiden Seeds. Muss ich halt ein bisschen gießen bald. Das Glas wird uns ausgehen. Das Redstone ist uns ausgegangen. Das ist unerwartet passiert, aber okay. So, da ist ein Pattern Terminal. In das Pattern Terminal kommt das rein. Wir klicken All Dictionary an. Und schon können wir zum Beispiel Sachen wie das hier komplett nach oben setzen. Also könnten wir das hier jetzt komplett einspeichern. Da wir so wenig Pattern haben, ist das jetzt natürlich gerade ein ziemlich dummes Rezept, weil wir mehr bräuchten, wenn man es so möchte. Aber das Gute ist, wir können jetzt nach und nach anfangen, die Essenzen nach unten zu craften. Das bedeutet, wir können das hier noch als das Rezept einspeichern. So, jetzt haben wir alle von den Seeds hier drin. Können wir auch alle hier reinlegen. Und jetzt können wir theoretisch anfangen und ihm sagen, dass er mit denen hier, einem davon, vier davon, einem davon, vier davon, von den Essenzen her machen kann. Dafür brauchen wir eventuell noch einen Crafter. Vielleicht können wir auch das Rezept für einen Crafter einspeichern, zum Beispiel. Und für Pattern. Pattern wäre auch logisch. Naja, es gibt eine Menge einzuspeichern. In dem Fall hier würde ich aber sagen, hat's gereicht. Wir haben das Autocrafting installiert. Ihr habt gesehen, wie wir es gemacht haben. Da unten ist eine Compressed Spider. Knuffig! Naja, ich danke den Catrians und euch natürlich fürs Zuschauen. Den Catrians dafür, dass das Projekt existiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erstmal ciao.